Es gab einen furchtbaren Crash. Du hast Glück, dass du noch lebst. Wow! Stopp! Bleib, wo du bist! Wurscht! Meine Frau! Frau! Meine Frau! Oh mein Gott, Frau! Tut mir leid. Eine Frau! Blonde Haare. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Wer bist du? Es ist so laut hier. Sie nennen es Lärm. Ist bei allen Männern auf dem Planeten so. Jeder Gedanke in unserem Kopf ist sichtbar. Wo sind die Frauen geblieben? Sie sind tot. Was denkt sie? Wo ist ihr Lärm? Ist seltsam zu sehen, was du so denkst. Ich find's auch seltsam, nicht zu wissen, was in deinem Kopf vorgeht. Vielleicht kannst du ja meinen Hund nicht leiden oder willst mich mit einem Steiner schlagen. Ich kann deinen Hund leiden. Er ist stärker, als er denkt. Pass auf deinen Lärm auf. Schlange. 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 Wenn diese Männer dich kriegen, bringen sie dich um. Steig ins Boot! Viola! Wenn du sie beschützen willst, musst du jetzt gehen. Ich muss sie beschützen. Sie beschützen. Beschützen. Mit ihrer Macht wird er unberechenbar. Ich will sie haben, bevor sie ihn warnt. Wie viele werden kommen? 100? 200? Tausende. Komm schon, ich bin Todd Hewitt. Sei ein Mann, kämpf! Sei still! Ich versuch's ja. Komm schon, kämpf! Franchise-Fans sagen jetzt wahrscheinlich Spider-Man, Rey und Grindelwald zusammen in einem Film, ja, oder andere sagen, oh, das könnte vielleicht ganz interessant aussehen, so geht's mir zumindest, und damit war es der erste Trailer zu Chaos Walking, den ein Studio-Kanal voraussichtlich ab dem 4. Februar 2021 in die deutschen Kinos bringt, ein Mix aus Drama und Science-Fiction, Buchverfilmung mit Daisy Ridley, Tom Holland und auch Mads Mikkelsen inszeniert, das Ganze von Doug Liman, der hat unter anderem Barry Seal gemacht, den ich großartig fand, Edge of Tomorrow, Mr. und Mrs. Smith, die Bourne-Idee. Also ist gerade, wenn es ein bisschen actionreicher wird, aber da vielleicht nicht bloß 0815-Genre-konform ist, einer, bei der man denken kann, dass er hier was Interessantes auf die Kinoleinwand bringen kann. Und erzählt wird die Geschichte von Todd Hewitt. Der ist einer der letzten jungen Männer, die noch in Prentice Town leben, auf einem Planeten namens New World. Der war mal eine Kolonie. Alle Frauen haben ihn verlassen oder sind tot. Und die Gedanken der Männer sind seh-hörbar. Und das ist das sogenannte Lärm. Und eine junge Frau macht eine Bruchlandung mit ihrem Raumschiff auf diesem Planeten. Und Todd versucht, sie zu beschützen, und gemeinsam versuchen sie herauszufinden, was überhaupt hinter den Geschehnissen der Vergangenheit steckt. Mittendrin noch ein Bürgermeister, der ein ganz eigenes Spiel spielt, eben gespielt von Mads Mikkelsen. Und die Frage, wenn man dann von einer einzigen Person auf einmal das Lärm nicht sehen kann und was diese Energie genau bedeutet, das alles ist in dem Trailer für meinen Geschmack so visualisiert, dass ich es interessant finde auf der einen Seite und grenzwertig so, dass ich das Gefühl noch habe, okay, ich habe nicht zu viel gesehen. Eine Kombination aus Cast, Regisseur und Look, wo ich sage, okay, Chaos Walking, bin ich mal gespannt, was die Nummer kann. Und deswegen fix mich der Trailer an. Was sagt ihr denn zu dem? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.